Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer neuen Woche und neuen Folge LS22 Challenge mit dem Max, dem Paul und dem Krieger. Hallo. Hallo. Ja, neue Woche, neues Glück, ne? Und ja, wollen wir wieder ein getrenntes Channel oder? Ja, ich muss mit Krieger. Damit wir wieder nichts verpassen. Und erzählen. So, ich guck mal, was das hier denn bringt. Okay. Ja. Also zum Biomasse-Heizkraftwerk muss ich, ne? Ja. Fahr aber mal hier oben zurück. Müssen auch aufpassen, nicht, dass wir übers Feld noch gurken, wenn das schon gleich irgendwann, also jetzt gleich nicht, aber früher oder später mal so gewachsen ist, dass es kaputt gemacht wird. Richtig. Ohne Kraut drauf zu sehen? Nee. Ja, gucken, wie viel das so bringt hier. Leider geht der Preis runter, aber die Anhänger müssen ja leer gemacht werden. Ne? Ja, das glaube ich nicht so wild. Kleinvieh macht auch Mist. Ne? So, hier ist der Supermarkt und da ist das Bio. Jetzt, ne? Soll ich hier rüberfahren, ne? Da kommt das Money. Guck mal, so wenig ist das doch gar nicht. Nee, so wenig ist das auch nicht. Für 41.000, glaube ich, waren es. Ja, 6.759. Ja, ich bin auf dem Rückweg. Der andere Anhänger ist wahrscheinlich auch voll, ne? Das, ja, der ist voll. Ich bin auch voll. Ich eile schon, ich eile schon. Ich fliege mit dem McCormick hier irgendwie Felder. Ja, das ist doch gut. Musst du auf die andere Seite? Ducky. Also aus meiner Seite rechts. Jo. Pack ich hier mal, ja. Oh, ja. Doch geht's. Ich dachte, du parkst direkt nebenhin, aber. Achso. Na, was ist denn los hier? Nein. Jetzt aber. So. Nochmal 37.500 verkaufen. Los geht's. Ach man, jetzt regnet's, ey. Letzte Woche hat es noch geschneit. Jetzt regnet's hier im März. Aber die Sonne kommt schon raus, steht da. Ich weiß nicht, wann die kommt. Mal im Wetterbericht gucken. Wann wir denn wieder Sonne haben? Und ich glaube, erntereif ist erst nächsten Monat, was kann das sein? Kann sein. Oder sogar erst übernächsten. Oh Mann, das wäre bitter. So lange warten. Wir uns ernten können. Ich glaube sogar erst übernächsten. Also das ist noch alles hellgrün hier, Feld 6, 2 und 1. Ich glaube, wir müssen noch zweimal spulen. Damit wir was ernten können. Ich glaube, wir müssen eben mal joinen. Kommt was von dem so Holzdings da? Nee, weiß nicht. Das ging halt nicht, ne? Mhm. Stimmt, dieser Heizomat da, oder? Wer das verursacht?
Ja, das glaube ich nicht, dass er einen Standard. Ja, da weiß er nie, ne? Kann auch sein, dass Typhoon oder so irgendwas ist. Das kann sein. Bei mir manche Maustasten dann nicht mehr funktionieren. Typhoon haben wir zwar nicht, aber die Kollegen, ne? Wird wahrscheinlich durch irgendeinen Mod kommen. Ja. Oder dieser Unimog. Der ist ja auch bekannt. Der Unimog. Wer kennt die nicht? Gibt's denn schöne Missionen? Nicht wirklich, ne? Gibt einmal Sojabohnen ansehen für 1600, was meinst du? 28. Kannst du nebenher machen, wenn du willst. 20. Muss halt wahrscheinlich dann. Ne, ich seh's ja gleich. Sonst gibt's nur Flügen, Grubbern. Ja, das war's. So, 28 ist Sojabohnen. Wo ist denn die 28? Linken. Rechts unten. Ach, da ist die. Hof. Die ganze Zeit hier oben links. Hier 22, 23, 24, 26. Da ist plötzlich die 28, okay? Ja, okay, da ist die 29. Komisch. Naja. Ja gut, dann fahre ich da mal hin. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Beim Hackschnitzen machen. Boah, kannst du nichts machen, du? Nee. Ich mache nix. Ist egal. Eine Mission nebenbei. Boah, es wird ja noch richtig spannend mit dem Ernten, ne? Könnt mir vorstellen, dass wir vielleicht noch einen Drescher leihen müssten, wa? Große Felder. Ja, das sehen wir dann, glaube ich. Ja. Wieder knappe Kiste. Ende Mai. Wir haben ja so einen riesen Schwader gekauft anscheinend, ne? Oder ist das nicht unser? Doch. Aber wir haben noch nie Gras gemacht. Nee, das wollten wir mal machen, aber... Das lohnt sich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Mir gerade so durch die Sämaschine abholen aufgefallen. Ne? Ja, wir machen verrückt. Könnten wir verkaufen, wäre was wert. Theoretisch schon, ja. Wir müssen sowieso noch wegen zweiten Drescher gucken, ne? Kleines Fahrzeug. Zum Thema bei Geräte, ne? Also unsere Mähtechnik und so, die können wir tatsächlich verkaufen. Dann fahren wir ohne. Ohne GPS. Ja, die Mähtechnik können wir echt verkaufen. Alles, was unsere Ballenpresse auch, weil die brauchen wir gar nicht. Da machen wir nichts, ne? Mit. Oder bis auf die. Bis auf die Ballenpresse mal haben wir das auch noch nie gebraucht. Nee, aber wir hatten irgendwie andere Pläne auch, ja. Weiß auch nicht, wie das kam. Naja, ist egal. Es geht auch ohne GPS, Leute. Oldschool hier unterwegs. Ja. Ist. Besser.
mit der Seemaschine. Federstedt. Rapid. Ja, läuft doch. Ich muss ja auch nicht das ganze Feld machen. Hat's auch 100%. Spedition. Feld 48 ist auch noch da gekommen. Kann ich das auch machen? Weizen anlegen. Ja, kannst du ja machen, oder? Stark. Ein bisschen Missionen erledigen hier. Bringt doch noch ein bisschen Geld, wenn es zu Kleingeld ist, aber immerhin. Jeder Euro zählt, Leute. Wie bei so einem Spendenmarathon. Aber auch hier in der Challenge. Jeder Euro zählt. Ja. Prozent habe ich schon von der 28. Und was meinst du, den Wald machen wir noch komplett weg da, oder? Das weiß ich nicht. wenn wir im nächsten Schritt auch nichts zu tun haben. Haben wir noch viel Langeweile haben, schaffen wir ja, das. Ja, leider ja, Leute. Es tut mir auch leid, dass wir jetzt echt nichts anderes zu tun haben, aber so sind hier halt nun mal die Regeln. Ja, dann müssen wir halt Forst machen und Missionen machen. Auch wenn sie nur 1500 Euro bringen. Ja, ist halt die Challenge, ne? Von 17 bis 8, ne, von 18 bis 8 Uhr wird gespult, vorher nicht. Ja. Am Pflanzenwachstum wird nichts verändert. Das müssen wir alles so hinnehmen halt, ne? Ja. Aber das finde ich nicht schlimm, das Holz bringt ja auch sein Geld. Ja, Holz bringt auch Geld, genau. So, jetzt bist du doch gleich hier eigentlich fertig sein, oder? Ja, abgeschlossen. Und dann muss ich rüber zur, was war das? 48. Und da musst du rauf, Weizen meinen. Kannst du vielleicht zwischendrin noch eben Hänger leer machen? Ich kann auch zwischendrin Hänger leer machen. Ja. Oder glaubst du, du willst... Nö, ich komm noch mal vorbeigefahren. Die Folge neigt sich jetzt eh dem Ende. Komm ich noch mal zu dir gefahren, die letzten Minuten hier, oder letzte Minute. Und kann schon mal abmoderieren. Und die Leute darauf hinweisen, dass in der Videobeschreibung der Link zu Discord, zu Instagram und Twitch zu finden ist. Wer da mal vorbeischauen möchte, gerne mal ein Follow da lassen, ja. Auf Instagram poste ich zwischendurch immer mal wieder lustige Bilder aus dem LS oder auch anderen Sachen. Twitch gibt es ab und zu Livestreams und Discord, ja, da gibt es Support für Curseplay und andere Sachen, auch Bilder, Screenshots und so weiter, ja. Also Leute, macht's gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an den Daumen nach oben. Und wer noch nicht abonniert hat, einfach abonnieren anklicken. Das Ganze kostet nichts. Macht's gut. Tschüss.